Tag auch, da bin ich wieder, Veganox Barbecue. Ich habe morgen die Handwerker im Haus und ich bin der Meinung, wer viel mal locht, der soll auch viel essen, vor allem Gutes. Und deswegen werde ich den Jungs und Mädels ein paar Spareribs machen. Und wer das sehen will, der bleibt jetzt einfach dran. Ja genau, ich habe morgen die Handwerker im Haus und zwar insgesamt 6 Stück. Alles Maler und Malerinnen von einem befreundeten Malerunternehmen, SJ-Beschichtung, kann man glaube ich ruhig mal sagen, ist eine coole Truppe. Die kommen hier morgen und peitschen hier das Haus in einem durch. Die machen richtig coole Sachen, also wenn ihr mal was im Großraum Ruhrgebiet braucht, könnt ihr die ruhig mal ansprechen. Und ich denke mir, weißt du was, wenn die hier morgen so richtig Gas geben und mal lochen, dann sollten die auch was Ordentliches zu futtern haben. Und jetzt möchte ich natürlich irgendwas machen, wo ich nicht die ganze Zeit am Grill stehen muss. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich mache für die Spareribs. Und zwar nach der 401 Methode, also total easy. Dazu benutze ich nur den Pelletgrill, da hast du dann eh so gut wie gar keine Arbeit mehr mit zu tun. Das Einzige, was wir halt heute machen müssen, das ist, wir müssen einmal die Ribs heute hier von der Silberhaut befreien. Und dann müssen wir sie rubben. Dann nehme ich heute hier den Memphis Dust von Spice Monkey. Dort ist ein ganz leckeres Gewürz und das haue ich da heute drauf und lasse das erstmal über Nacht schön einwirken. Und wenn die dann morgen früh so um 7:30 kommen, werde ich um 8 Uhr hier meinen Smoker anwerfen, die Sachen da drauf ballern und ich denke zur Mittagspause sind die dann fertig für die. Zu den Temperaturen, glaube ich, muss ich nicht mehr viel sagen. Ich habe schon ein paar Mal Spareribs gemacht. Das heißt, wir werden die 4 Stunden lang bei 110 Grad einfach nur mit dem Rub-Gewürz in den Smoker geben. Dann werden wir sie nochmal schön glazen mit einem Barbecue-Honig-Mix, den ich mir morgen noch anmischen werde. Und dann sollte das eine richtig geile Sache sein. Ich habe das so ähnlich schon mal gemacht vor ein paar Videos und ich war da mega überzeugt von. Und ich hoffe, dass da morgen was überbleibt, damit ich da auch ein bisschen was mitfuttern kann. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Silberhaut ab, dann rubben wir die. Dann kommen die in Frischhaltefolie, ich lasse die hier direkt in der Konsistform, da kommt dann Frischhaltefolie drum. Dann kommen die im Kühlschrank und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ich zeige euch nochmal kurz, wie das funktioniert mit der Silberhaut. Dann nehmen wir einfach einen kleinen Löffel für, gehen mit dem Stiel unter die Haut, ziehen sie ab und ja, das war's dann. Also, bis morgen. Fertig sind wir, Leute. Mann, was ist das am Blästern, ja? Ich werde das jetzt im Kühlschrank packen und wir sehen uns morgen früh. Ich denke so gegen 8 Uhr, also bis morgen. So Leute, da sind wir wieder. Ist jetzt 7 Uhr morgens, das heißt, wir werden jetzt den Smoker auf so 110, 120 Grad vorheizen. Dann gehen die Ribs erstmal mariniert, 4 Stunden da rein. Dann kommt schön Barbecue-Soße drüber, nochmal eine Stunde und dann sind die Teile fertig. Also, dann lassen wir das Spektakel mal beginnen. Die Jungs müssen auch gleich kommen. Und dann haben sie zum Mittag lecker Rippchen. Also, bis gleich. So Leute, die 4 Stunden, die sind jetzt gleich rum. Die Maler, die geben da drin ordentlich Gas. Und ich werde jetzt schon mal hier meine Barbecue-Soße zurechtrühren. Sprich, ich werde so 3 Teile Barbecue-Soße, 1 Teil Honig vermixen und werde das so 10 Minuten vorher reichen der 4 Stunden hier mit in den Smoker stellen, damit das schon mal so ein bisschen Temperatur bekommt. Dann pinseln wir die schön ein, genauso wie die da drin pinseln. Und dann lassen wir sie nochmal eine Stunde auch bei 110 bis 120 Grad drin. Und dann sollten sie fertig sein, also geben wir mal Gas. So Leute, nach einer weiteren Stunde beträufelt mit Barbecue-Soße sind die Teile jetzt fertig und die sehen herrlich aus. Kommt euch das mal anschauen. So,
Und weil die Jungs nämlich da drin schon so richtig geile Arbeit geleistet haben, muss ich mich auch beeilen, weil die gucken alle schon ganz gierig hier aus dem Fenster raus. Also werde ich die jetzt mal hier probieren, aber nur ein kleines Stück und dann gehen wir die rein. Komm, wir schneiden die mal zusammen an. So Leute, mega geil, richtig geil, saftig. Hier schön mit der Barbecue-Soße auseinander. So, ich probiere die jetzt einfach mal. Ich darf doch nicht zu viel von essen, sonst werde ich hier gekillt. Mmh. Ach, und solche. Ist das herrlich. Das fällt so auseinander. Mmh. Mega lecker. So, ich werde das mal für die Jungs hier aufschneiden. Ich kann nur empfehlen, macht das unbedingt mal nach. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, was auch immer. Mmh. Ich schneide das jetzt hier in portionsgerechte Stücke und bringe das mal rein. Also, bis später.